Hallo, guten Abend. Guten Abend. Nur noch zwei Verräter. Ja. Interessant gespielt. Nun gebe ich euch zwei Optionen. Mhm. Entweder ihr könnt zu zweit heute Abend morden. Oder aber ihr macht einem Mitspieler ein unmoralisches Angebot und verführt ihn, euer Mitverräter zu sein. Möchtet ihr verführen, habt ihr hier das Angebot. Das heißt aber nicht, dass der Mitspieler das Angebot auch annehmen muss. Überlegt, beratet euch. Bis spät. Was denkst du? Also mein erstes Gefühl sagt mir, wir brauchen drei, weil ich glaube, wenn wir zu zweit sind, sind die anderen sowas von unglaublich in der Überzahl, dass es relativ schwer wird, immer nur sich gegenseitig zu schützen. Dem Jalil vertraue ich sehr, weil Jalil und ich sind nun mal die Ursprungsverräter, würde ich mal sagen. Und wir werden zusammenhalten. Eigentlich müssen wir jemanden reinholen, der für uns Kollateralschaden ist, um es auf gut Deutsch zu sagen. Das Team braucht immer wieder Erfolgserlebnisse. Und dementsprechend ist so ein Bauernopfer sehr, sehr wichtig. Christine ist die Einzige, die bei unserem Spiel gesagt hat, dass sie sauer ist, weil sie gerne eine Verräterin gewesen wäre. Und sie ist allgemein schon so im Fokus, dass ich das Gefühl habe, dass sie eventuell diejenige sein könnte, die als nächstes fliegt. Also ich bin voll das bei dir. Die Christine will das unbedingt. Ja. Wir haben uns dafür entschieden, wir nehmen einen mit in unseren Kreis, den wir im Zweifel noch mal opfern müssten. Weil wir somit uns länger am Leben halten können und quasi immer noch länger als Verräter nicht enttarnt werden. Das ist unser Plan. Und ob der aufgeht, das liegt jetzt nur an Christine, die gerade aus dem Schlaf gerissen wurde, um zu entscheiden, wie sie morgen früh aufwachen will. Als Loyale oder als Verräterin. Liebe Christine, mit großem Tee. Wir möchten dich verführen und in den Kreis der Verräter aufnehmen. Wir erwarten deine Antwort noch in dieser Nacht, die Verräter. Ach, Scheiße, ich weiß es nicht. Gott, was soll ich tun?